Mr. Jackson? 1922 erhängen sich 101 New Yorker. 444 sterben bei Autounfällen. 20 in Aufzügen. 237 werden erschossen und 34 erstochen. Und im selben Jahr sterben 997 Menschen an Vergiftungen. Am 25. April 1922 reihen sich Freeman Jackson und seine Frau Annie in diese düstere Statistik ein. Ein Fall mit mehreren Opfern wird sofort anders eingeordnet. Ab einer gewissen Anzahl an Todesopfern handelt es sich für gewöhnlich nicht um Unfälle oder natürliche Ursachen. Der Anfangsverdacht war Doppelsuizid. Aber bei der Durchsuchung fanden die Polizisten nirgendwo auch nur eine Spur von Gift. Der Klassiker von der verschlossenen Tür. Zwei Tote in einem Hotelzimmer. Alles deutet auf eine Vergiftung hin. Aber im ganzen Zimmer gibt es kein Gift, absolut nichts. Zunächst scheint der Jackson-Fall ein weiterer Cold Case zu werden. Stattdessen beginnen mit ihm die amerikanische Forensik und eine neue Ära der Kriminalistik. Die Leiche eines wohlgenährten älteren Mannes, weiß. Der rätselhafte Fall landet, wie so viele vor ihm, im Bellevue-Krankenhaus bei Charles Norris. Normale postmortale Veränderungen, keine Verletzungen an Kopfhaut, Gesicht oder Hals. Norris ist New Yorks Chefpathologe und verantwortlich für die Untersuchung gewalttätiger oder verdächtiger Verbrechen. Seit 4 Jahren nunmehr begutachtet und studiert er die Leichen auf seine ganz besondere Weise. Sein Ziel ist es, die Todesursache so präzise wie möglich zu bestimmen. Eine neue Ära brach in der Pathologie an. Bis 1918 untersuchen städtische Leichenbeschauer die Toten. Der begehrte Posten wird vom Bürgermeister vergeben. Maler, Milchmänner, Bestatter oder Musiker reißen sich darum. Es ist ein netter Nebenverdienst. Da sie pro Leiche bezahlt werden, untersuchen sie die Fälle so schnell wie möglich. Die Leichenbeschauer bereicherten sich regelmäßig an den Hinterbliebenen. Einige gaben die Leichen erst frei, wenn die Familie ein Bestattungsinstitut beauftragte, das ihnen Provision zahlte. Man konnte sich auch die passende Todesursache kaufen. Die einen wollten nicht, dass der beste Freund wegen Mordes verurteilt wird. Andere wollten nicht, dass der Selbstmord des Ehemanns rauskommt. Mit den richtigen Beziehungen lässt sich ein Mord vertuschen. Und selbst ohne Kontakte bedeutet die Inkompetenz der Leichenbeschauer, dass Wissenschaft bei der Strafverfolgung keine Rolle spielt. Laut einer Studie werden zahlreiche Morde nicht nachgewiesen und geschickte Vergiftungen bleiben praktisch ungestraft. Charles Norris ist ein ungewöhnlicher Kandidat für die Reformierung dieses korrupten Systems. Er stammt aus einer der wohlhabendsten Familien Philadelphias und könnte ein Leben im Luxus führen. Stattdessen studiert er Medizin an der Columbia University. Nach seinem Studium arbeitete Norris in Berlin und Wien. Er war völlig fasziniert von der europäischen Vorgehensweise, wissenschaftliche Erkenntnisse ins Strafwesen zu übertragen. Mit diesem Konzept kehrte er in die Vereinigten Staaten zurück. In den USA schließt sich Norris einem Bund von Bürgerinitiativen, Herausgebern und Beamten an,
der die Leichenbeschauer abschaffen will. Sie fordern eine Gerichtsmedizin, die aus Fachleuten besteht und die neuesten forensischen Techniken anwendet. 1918 setzen sie sich schließlich gegen den erbitterten Widerstand des Bürgermeisters durch. Norris wird Institutsleiter. Doch er hat sich einen mächtigen Feind gemacht. Damals war Red Mike Hyland Bürgermeister von New York. Er war buchstäblich dazu gezwungen worden, Norris den Job zu geben. Hyland wollte eine Gerichtsmedizin, die ihm auch mal einen Gefallen tut und was vertuscht. Aber Norris war zu sehr Purist, um sich jemals auf diese Spielchen einzulassen. Norris wollte unbedingt ein wissenschaftsbasiertes rechtsmedizinisches Justizsystem schaffen, in dem Urteile und Freisprüche nur auf Fakten und nicht auf persönlichen Beziehungen beruhten. Das war seine persönliche Mission. Hyland nutzt jede Gelegenheit, um den wohlhabenden Reformer zu untergraben. Norris hat die Aufmerksamkeit des ganzen Landes erregt und kann sich keine Fehler leisten. Norris braucht Ergebnisse. Er wendet sich an Alexander Gettler, den brillanten jungen Chemiker, der sein toxikologisches Labor leitet. Das erste der USA. Als ich Gettler das erste Mal traf, war ich noch Medizinstudent und wollte bei Autopsien dabei sein. Im Vergleich zu Norris war er klein. Er war sehr höflich, aber irgendwie zurückhaltend. Ich habe ihn immer nur über Toxikologie sprechen hören, nie über Familie oder Freunde. Ich hatte den Eindruck, dass er den ganzen Tag nur über chemische Formeln nachdachte. Alexander Gettler ist einer von Norris' ersten Angestellten und sein engster Verbündeter. Er hat das Toxikologie-Labor aus dem Nichts aufgebaut und seine Mitarbeiter selbst ausgebildet. Im Fall Jackson muss Gettler als erstes entscheiden, welches Gift er sucht. Cyanid. Damit fangen wir an. An den Leichen gab es Anzeichen für eine mögliche Cyanidvergiftung. Ihre Haut zeigte auffällige rote Flecken aufgrund einer chemischen Reaktion mit dem Blutkreislauf. Die Haut um die Lippen war bläulich, was auf Sauerstoffmangel hindeutete. Cyanid unterbricht die Sauerstoffaufnahme, sodass es zu einer chemisch bedingten Erstickung kommt. Laut Polizeibericht waren sie umgefallen wie die Fliegen. Nur ganz wenige Ursachen lassen Leute so plötzlich sterben. Das Herz, sehr selten das Gehirn und einige Giftstoffe. Und bei denen steht Cyanid ganz oben. Sollten die Jacksons Cyanid geschluckt haben, müssten die Mägen Spuren enthalten. Dort beginnt Gettler seine Suche. Seine Lebensaufgabe ist höllisch schwierig. Er muss kleinste Giftspuren in einer enorm großen Menge menschlichen Gewebes nachweisen. Zuerst zerkleinert er einen Teil der Magenwand. Dann destilliert er die entstandene Masse. Jegliches Cyanid in den Mägen der Jacksons muss sich in dem aufgefangenen Destillat konzentrieren. Alexander Gettler wächst in armen Verhältnissen auf.
Er ist einer von unzähligen Einwanderern, die sich aus dem Sumpf von Manhattans Lower East Side befreien wollen. Schon als Kind ist er von der Chemie fasziniert. Nach seinem Schulabschluss finanziert er sein Studium mit Nachtschichten bei der Battery-Fähre in Brooklyn. Abends lernt er, tagsüber geht er zu den Vorlesungen. Schnell wird ihm klar, dass Chemie die Geheimnisse der Natur enthüllen kann. Und nun hofft er, dass sie Licht in die düsteren und verworrenen Umstände bringt, die allzu oft über Leben und Tod entscheiden. Die Jacksons? Ja, Fremont. Bin gleich fertig. Im letzten Schritt muss das Gift im Destillat enttarnt werden. Alle Gifte haben unauslöschliche Signaturen. Man muss sie nur enthüllen. Cyanid wird nachgewiesen, indem man Chemikalien hinzufügt, die es in ein sattes Berliner Blau verfärben. Okay, es geht los. Verdammt. Nichts. Kein Cyanid im Magen. Damit steht man vor einem unlösbaren Problem. Zwei Menschen sind scheinbar an einer Cyanidvergiftung gestorben und trotz aller Tests findet sich keine Spur eines Gifts. Ich rufe den Staatsanwalt an. Gettler untersuchte die Magenwand. Nichts. Dann den Mageninhalt. Keine Spur. Die Polizei brachte ihm jede Substanz aus dem Hotelzimmer, die sie nur finden konnte. Gettler testete jede einzelne pflichtbewusst. Negativ. Also blieb nur noch eine Möglichkeit. Da der Magen leer und der Mageninhalt negativ war, musste das Gift eingeatmet worden sein. Cyanid war damals ein sehr beliebtes Rattengift. Zum Ausräuchern wurde Blausäure benutzt. Ein hochgiftiges Gas. Sie fragten den Hotelmanager, ob im Hotel Ungeziefer ausgeräuchert worden war. Dieser versicherte, dass keine Ausräucherung stattgefunden habe. Er sei genauso ratlos wie die Ermittler, was den Tod der Jacksons angeht. Also musste die Polizei wieder zurück zum Tatort und das tun, was gute Polizisten eben tun, alle möglichen Leute befragen. Einen guten Mordermittler kann man durch nichts ersetzen, glauben Sie mir. Und tatsächlich fand dieser ein geständiges Zimmermädchen, das die Ausräucherungen bestätigte. Das Rätsel löst sich langsam auf. Als nächstes muss die Polizei herausfinden, wie das Cyanidgas in das Hotelzimmer gelangt ist. Die Polizisten zünden Rauchbomben im Keller des Gebäudes, wo die Ausräucherung stattgefunden hat. Ein weiteres Indiz, aber immer noch kein Beweis dafür, dass die Jacksons das Gas eingeatmet haben. Dafür muss Gettler ihre Lungen untersuchen. Unglücklicherweise befinden diese sich bereits auf einem Friedhof in New Jersey. Widerwillig gibt der Staatsanwalt die Erlaubnis zur Exhumierung von Freeman Jacksons Leiche. Zu Zeiten der Leichenbeschauer wäre das undenkbar gewesen. Zwei Wochen nach Freeman Jacksons Tod kommt seine Lunge in Gettlers Labor an, wo sie für den Berliner Blautest zerkleinert und destilliert wird. Der Hotelmanager hat gelogen, der Kammerjäger nachlässig gearbeitet. Beide werden wegen Totschlags angeklagt. Darauf stehen 10 Jahre Gefängnis. Vor der Verhandlung sind Norris und Gettler besorgt. Für Richter, Geschworene und Anwälte ist Forensik etwas völlig Neues. Außerdem vermuten sie hinter allem, was nur nach Leichenbeschauer aussieht, einen Parteisoldaten. Sie haben ausgesagt, dass Sie Spuren von Cyanid in Freeman Jacksons Lunge nachgewiesen haben.
Diese Analyse erfolgte kurz nach Mr. Jacksons Tod. Nun, er war bereits seit 5 Tagen beerdigt. Wir mussten ihn dafür exhumieren. Sie haben die Leiche exhumiert? Wie außergewöhnlich. Ich nehme an, dass bei der Lunge zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits die Verwesung eingesetzt hatte. Ja. Woher wollen Sie dann wissen, dass das Cyanid nicht einfach ein natürliches Beiprodukt der Verwesung ist? Verwesung bildet kein Cyanid. Wirklich? Nie? Gut, ich korrigiere mich. Es ist möglich, dass durch Verwesung Cyanid entsteht, aber nicht in der Menge, die wir in Mr. Jacksons Lunge nachgewiesen haben. Basierend worauf? Auf meiner Erfahrung. Warum sagen Sie nicht einfach die Wahrheit? Sie konnten nicht wissen, was Sie in Mr. Jacksons Lunge finden würden. Sie vermuteten nur, dass es sich um ein Verbrechen handelte. Und basierend auf einer Vermutung soll die Jury den Angeklagten nun 10 Jahre einsperren. Der Fall bricht zusammen. Beide Männer kommen davon. Gettler ist fassungslos. Er ist lächerlich gemacht worden. Schlimmer noch, er hat Norris' Anstrengungen, Forensik zu legitimieren, untergraben. Zurück im Labor beantwortet Gettler die Frage, die vor Gericht offen geblieben ist. Ein verwesender Körper bildet nur eine winzige Menge Cyanid, nicht vergleichbar mit der Menge in den Lungen der Jacksons. Er hat von Anfang an recht gehabt. Gettler kann den Ausgang des Falls nicht mehr ändern, doch seine Abhandlung über Cyanid wird Teil von etwas viel Größerem. Norris und Gettlers Arbeit, die Kriminalistik zu reformieren, beginnt. Sie werden die Wissenschaft vom Tod völlig verändern. In den 20er Jahren leben die Amerikaner in einer von Chemie revolutionierten Welt. Lange war der Mensch von Naturstoffen abhängig. Im 20. Jahrhundert ändert die Chemie das von Grund auf. Künstliche Stoffe wie Plastik, Zellophan, Nylon oder Polyester werden aus dem Nichts erschaffen. Und genauso bedeutend, alte Stoffe werden für neuen Nutzen verändert. Autos und Flugzeuge werden in immer größerem Maßstab aus gehärtetem Stahl gefertigt, mit vulkanisiertem Gummi versehen und mit chemisch raffiniertem Erdöl betrieben. Getreide wird chemisch gedüngt und mit chemischen Pestiziden geschützt. Reiche Ernten, chemische Desinfektionsmittel, Antiseptika und chlorhaltiges Wasser haben die Säuglingssterberate halbiert und die durchschnittliche amerikanische Lebenserwartung um 10 Jahre verlängert. Doch die chemische Revolution ebnet auch den Weg für den zerstörerischsten Krieg der Geschichte. Der Erste Weltkrieg wird mit gehärtetem Stahl, hochexplosivem Sprengstoff, Flammenwerfern und Giftgas ausgefochten. Es wird der Krieg der Chemiker. Zu Kriegsende sitzt die Abscheu vor Giftwaffen so tief, dass sie von den Großmächten verboten werden. Nur für die Zivilisten gibt es keine Einschränkungen. Vieles von dem, was heute als gefährliches Gift gilt, war damals im Supermarkt oder in der Apotheke frei verkäuflich. Es war in Medikamenten enthalten, in Pestiziden und in Kosmetik. Die Pharmaunternehmen mussten ihre Produkte nicht testen oder sie ausführlich beschriften.
Die Menschen lebten also in einer Welt sehr gefährlicher, giftiger Verbindungen, die sie nicht vollkommen verstanden. Fanny Creighton und ihr Mann wohnen seit der Hochzeit im Haus seiner Eltern. Doch das ältere Ehepaar verstirbt bald. John arbeitet viel und Fanny ist oft allein. Deshalb ist sie erleichtert, als ihr Bruder Charles bei ihnen einzieht. Charles ist seit einigen Wochen kränklich. Plötzlich bekommt er Anfälle und übergibt sich. Seine Gliedmaßen versteifen sich und zittern unkontrollierbar. Was zum Teufel? Kurz darauf stirbt er. Und damit hätte die Geschichte enden können. Doch die Polizei erhielt einen anonymen Hinweis, in dem Fanny als sehr verdächtige Person beschrieben wurde, die man sich mal genauer ansehen sollte. Also begannen die Polizisten mit der Ermittlung. Die Polizei befragt Nachbarn und Freunde. Charles Arzt gibt zu, dass der Tod des Jungen für ihn ein Rätsel ist. Die Leiche wird exhumiert. Sie ist von Arsen durchsetzt. Der Staatsanwalt klagt Fanny und ihren Mann wegen Mordes an und scheint einen beeindruckenden Fall zu haben. Fanny hatte ihren Bruder zu sich geholt, ihm Arbeit in einem Tante-Emma-Laden verschafft und heimlich eine Lebensversicherung auf ihn abgeschlossen. Am schwersten wiegt der Fund von faulerscher Lösung in Fannys Haus, einem beliebten kosmetischen Tonikum. Der Hauptwirkstoff Arsen. Auf Mord steht die Todesstrafe und Fanny scheint auf dem direkten Weg zum elektrischen Stuhl zu sein. Am letzten Verhandlungstag hat sie endlich Gelegenheit, sich zu erklären. Charles habe sehr unter einer unerwiderten Liebe gelitten und nur mit ihr darüber gesprochen. Schließlich wurde er depressiv. Ihr kleiner Bruder musste sich vergiftet haben, um seinen Qualen zu entkommen. Ihre Geschichte ist so überzeugend, dass die Jury sie freispricht. Doch Fannys Probleme sind noch nicht vorbei. Der Staatsanwalt bereitet schon eine weitere Anklage gegen sie vor. Die Polizei hatte von Nachbarn erfahren, dass die Schwiegereltern damals unter ungewöhnlichen Umständen verstorben waren. Also wurden auch sie exhumiert. Und siehe da, in der Leiche der Schwiegermutter fand man Arsen. Der Bezirksarzt gibt bekannt, die Leiche enthalte das Vierfache einer tödlichen Arsendosis. Der Staatsanwalt hat keinen Zweifel, wie es dorthin gekommen ist. Einen Tag nach ihrem Freispruch klagt er Fanny des Mordes an ihrer Schwiegermutter an. Alexander Gettler hatte sicher von der jungen, hübschen Mutter gelesen, auf die es ein bösartiger Staatsanwalt abgesehen hatte. Gettler fragt sich, ob die Analyse des Bezirksarztes korrekt sei. Er soll es bald herausfinden. Fannys Anwalt beauftragt ihn, die sterblichen Überreste der Schwiegermutter zu untersuchen. Bereit für den Reinsch-Test. Wie der Bezirksarzt beginnt Gärtler die Untersuchungen mit einem gängigen Test, bei dem man Arsen als dunklen Rückstand auf einer Kupferplatte nachweist. Ausschlaggebend ist die Geschwindigkeit der Reaktion. Bildet sich der Rückstand schnell, ist das Gewebe voller Arsen. Okay. Ob sie es wohl war? Auf diesem Ergebnis basiert die Mordanklage. Doch Gettler reicht das nicht. Wo sind die Unterlagen? Nahmen Sie Medikamente? Dionin, Magnesium, Natriumbicarbonat und Wismut. Aha. Wismut.
Ich zeige Ihnen mal was. Wo ist das Arsen? Das ist das Problem mit dem Reinsch-Test. Er macht neben Arsen auch andere Schwermetalle sichtbar, darunter Wismut. Ich glaube, damit haben wir es hier zu tun. Klammer bitte. Es verdampft. Richtig, aber Wismut reagiert bei dieser Temperatur nicht so. Wärmen wir mal die Platte und warten ab, was passiert. Zwei Wochen nach der ersten Verhandlung versammelt sich die Menge wieder im Gerichtssaal. Bei Gettlers Aussage ist allen Anwesenden klar, dass Fannys Leben in seinen Händen liegt. Dr. Gettler, warum hatte Dr. Edel ganz andere Ergebnisse als Sie? Dr. Edel nahm an, dass der Rückstand reines Arsen sei. Wie kam Ihr Ergebnis zustande? Ich habe den gleichen Test wie Dr. Edel durchgeführt und erhielt den gleichen Rückstand. Dann haben wir den Rückstand erhitzt, um festzustellen, ob es sich um Arsen oder Wismut handelt. Arsen verdampft bei niedrigeren Temperaturen. Erhitzt man den Rückstand, verdampft das ganze Arsen. Das kann man deutlich beobachten. Wismut bleibt unverändert. Wenn nichts verdampft, hat man kein Arsen. Vielen Dank. Ihr Zeuge, warum erwähnen Sie Wismut? Weil das Opfer ein Medikament mit diesem Wirkstoff eingenommen hat. Und? Dieses Medikament enthält oft Spuren von Arsen. Eben. Spuren. Dr. Edel hat ausgesagt, dass der Magen des Opfers die vierfache Menge einer tödlichen Arsendosis enthielt. Und Sie gehen von einem verunreinigten Medikament aus? Ja. Lächerlich. Ihr Zeuge. Dr. Gettler, wie viel Arsen haben Sie gefunden? Eine winzige Menge. Tödlich? Sicher nicht. Ich möchte daran erinnern, dass das Leben einer jungen Frau auf dem Spiel steht. Dr. Gettler, hat diese Frau oder jemand anderes Mrs. Creighton mit Arsen getötet? Nein, auf keinen Fall. Absolutely not. Fanny Creighton wurde zum zweiten Mal in zwei Wochen freigesprochen. Ihr Freispruch ist für Gettler ein großer Triumph. Er hat beharrlich nach der Wahrheit gesucht und die Chemie so fesselnd dargestellt, dass die Jury Gnade zeigt. Doch die Untiefen der menschlichen Natur sind ihm damals noch fremd. Er wird Fanny Creighton wiedersehen. In 1920 wird berauschender Alkohol in den Vereinigten Staaten verboten. Hinter der Prohibition stecken gute Absichten mit unvorhergesehenen, schwerwiegenden Folgen. Viele versprachen sich von der Prohibition positive Veränderungen.
Die Heilsarmee eröffnete Buttermilchbars in der Annahme, die Leute würden dort ihre Freizeit verbringen. Man dachte, sie würden nun öfter ins Theater gehen oder ins Kino. Doch direkt nach dem Inkrafttreten der Prohibition brachen die Leute schon das Gesetz. Gettler und Norris sind von Anfang an gegen die Prohibition. Sie sind überzeugt, dass die Bürger sich andere, teilweise giftige Alkoholquellen suchen werden. Gettler und Norris war klar, dass niemand mit dem Trinken aufhören würde, nur weil es gesetzlich verboten war. Wohlhabende Leute konnten qualitativ Hochwertigeres bekommen, doch die Armen mussten nehmen, was sie kriegten. Man ist arm. Alles, was man besitzt, ist das Haus. Jede organische Substanz lässt sich destillieren, also nimmt man, was man hat. Die Leute destillierten Sägemehl. Sie destillierten ihre Möbel. Und wenn man Holz destilliert, stellt man Methanol her. Methanol bildet im Körper erst Formaldehyd, dann Methansäure. Diese zerstört den Sehnerv. Die Sicht verschwimmt, man wird blind. Währenddessen leidet der Betroffene an akuter Übelkeit, bekommt Anfälle und fällt schließlich ins Koma. Das Schlimme an einer Methanolvergiftung ist, dass sie langsam einsetzt. Die Methansäure kann sich über 5 Tage hinweg aufbauen. Während man noch glaubt, alles wäre in Ordnung, erzeugt der Körper diese hochgiftige Mischung. Mit der Prohibition wird Methanol zu einer fixen Idee von Gettler. Er will die Verbreitung dieses Giftes mit allen Mitteln stoppen und entwickelt sogar einen tragbaren Schnelltest für die Prohibitionspolizei. Er bestätigt, dass wenn glühendes Kupfer in methanolhaltige Getränke getaucht wird, Formaldehyd, sich ein beißender Formaldehydgeruch freisetzt. Doch trotz aller Anstrengungen kann Gettler die steigende Flut von giftigem Alkohol nicht aufhalten. In der ganzen Stadt starben immer mehr Menschen an Alkoholkonsum. Das waren keine natürlichen Todesfälle, das waren Vergiftungen. Norris setzt alles daran, die Folgen der Prohibition publik zu machen. Er schreibt Artikel, gibt Interviews und hält Vorträge vor den Behörden. Doch Norris' einziger Lösungsvorschlag ist das Außerkraftsetzen des Gesetzes. Und daran ist nicht zu denken. Norris und Gettler waren grundverschieden. Sie lebten beide nach anderen Überzeugungen. Für Gettler war die Wissenschaft das Wichtigste. Wenn er mal einen Fall verlor, zog er sich in sein Labor zurück und forschte weiter. Er fand seinen Trost in der wunderbaren Eleganz der Chemie. Norris hingegen fehlte diese Rückzugsmöglichkeit. Er war immer zur Stelle, wo das Versagen publik wurde. Er widmete sein Leben dieser Sache und das Verlieren und Versagen und alles, was für ihn unerreicht blieb, zermürbte ihn. Trotz Repressalien kämpft Norris weiter. Der Bürgermeister hat sein Budget derart gekürzt, dass er das Institut mit seinem eigenen Vermögen finanziert. Er bezahlt Gehälter und neue Ausstattung. Und jeder weitere Fall bringt neue Kontrahenten mit sich. Je lukrativer das Gift, desto mächtiger der Gegner. 1924 sieht sich Norris mit dem lukrativsten aller Gifte konfrontiert.
Das Gebäude wurde die Irrenfabrik genannt, weil die Arbeiter sich immer seltsamer verhielten. Sie hatten Gedächtnisprobleme, wurden reizbar und rückblickend kann man sagen, dass sie Anzeichen von Demenz entwickelten. Am 24. Oktober gerät Ernest Olgert bei der Arbeit völlig außer sich und läuft verängstigt vor imaginären Angreifern davon. Am selben Abend spaziert Walter Dymock aus dem Fenster seines im zweiten Stock gelegenen Schlafzimmers. Niemand weiß, wie lange er auf der Straße gelegen hat, bis ein Passant ihn ins Krankenhaus bringt. Der 24-jährige William McSweeney benimmt sich so seltsam, dass seine Schwägerin die Polizei alarmiert. Vier Beamte sind nötig, um ihm die Zwangsjacke anzuziehen. Ein Unternehmenssprecher erklärt schließlich auf allgemeinen Druck, die Männer seien schlicht überarbeitet. Die Opfer hatten alle an einem vielversprechenden Produkt gearbeitet, das die Autoindustrie revolutionieren sollte. Verbleites Benzin. Ingenieure hatten kürzlich herausgefunden, dass eine kleine Menge Tetraethylblei das Benzin effizienter verbrennen lässt. Die Motoren laufen ruhiger und nicht mehr so heiß und liefern mehr PS. Standard Oil und General Motors bildeten einen Konzern und wurden Anbieter von verbleitem Benzin. Sie wählten den Namen Ethyl, da die Öffentlichkeit Blei gegenüber etwas skeptisch war. Deshalb taten sie so, als handele es sich um eine andere magische Wunderformel. Blei ist eines der am längsten bekannten Gifte. 700 Jahre vor der Einführung von Ethyl hatte ein griechischer Arzt festgestellt, dass unter Bleieinwirkung der Geist nachgab. Tetraethyl wurde in den 1850ern entwickelt, kam jedoch nie groß zum Einsatz, weil es zu leicht vom Körper aufgenommen wird. Die Gefahren von Tetraethylblei sind den Verantwortlichen also bewusst, genau wie sein finanzielles Potenzial. Die Einführung von Fords Model T verändert die amerikanische Lebensweise und kreiert eine riesige Infrastruktur. Fließbänder in Detroit, straßendurchzogene Landschaften, überall Tankstellen. 22 Milliarden Liter Benzin werden jährlich in den USA verkauft. Jeder Tropfen verbleites Benzin bringt Standard Oil und General Motors Profit. Doch die Schlagzeilen aus New Jersey gefährden das lukrative Geschäft. Bei einer Pressekonferenz von Standard Oil und General Motors wusch sich der Erfinder des verbleiten Benzins, Thomas Midgley, die Hände in einer Schüssel Tetraethyl. Er wollte zeigen, wie harmlos es war. Die Journalisten sind skeptisch, die Behörden verschreckt. New Jersey weist Standard Oil an, die Fabrik zu schließen. Doch das Ethyl-Unternehmen besteht auf der Harmlosigkeit seines Produktes. An diesem Punkt baten die Gesundheitsbehörden von New Jersey Charles Norris um Hilfe. Für Norris deutet alles auf Tetraethylblei hin. Aber er muss beweisen, dass die Männer es bei der Arbeit aufgenommen haben und tatsächlich an dem Gift gestorben sind. Gettler sieht sich mit drei verschiedenen Problemen konfrontiert. Zuerst muss er das Blei in den Leichen nachweisen. Er verarbeitet eine Gewebeprobe des Gehirns und isoliert das Blei in einer klaren Lösung. Dann fügt er Chemikalien hinzu, die das Blei leuchtend rot färben. Je dunkler die Farbe, desto höher die Konzentration. Damit beantwortet er seine erste Frage. Das Gehirn ist von Blei durchsetzt.
Als nächstes braucht er die genaue Konzentration. Dafür legt er die eingefärbte Lösung neben Vergleichsproben. Schauen Sie mal. Wow. Harry, Alice, schauen Sie mal. Das Kolorimeter ist zu ungenau, die Werte sind zu hoch. Fangen wir von vorne an. Wir zersetzen das Gewebe nicht mit Säure, sondern trocknen es im Dampfbad und veraschen es im Muffelofen. Harry. Okay. Alice. Start by clearing this up and then I'm going to need a dozen weight good. Um ein genaues Messergebnis zu erhalten, muss Gettler das Blei isolieren und dann sein Gewicht bestimmen. Beginnen Sie mit Schwefelsäure, danach sehen wir weiter. Gettler muss weniger als 2,8 Mikrogramm Blei aus einem Pfund menschlichen Gewebes lösen. Durch einen mühseligen Vorgang erhält er das genaue Gewicht. Um den Weg des Bleis durch den Körper nachzuvollziehen, analysiert er jede Körperpartie, in der es sich angesammelt haben könnte. Mit einer langwierigen, zermürbenden Vorgehensweise untersucht er Knochen, Blut, Gehirne, Lungen, Lebern und Nieren der Männer. Das war Pionierarbeit. Gettler stellte fest, dass die Männer eine chronische Tetraethylbleivergiftung hatten. Sie hatten es mit der Atmung und durch die Haut aufgenommen. Wenn man Blei einatmet, gelangt es in den Blutkreislauf und wird im Gewebe eingelagert, besonders im Hirngewebe. Im Gutachten bringt Norris seine ganze Wut zum Ausdruck. Den Journalisten sagt er, man habe eine erstaunlich große Menge im Körper und Gehirn des Mannes festgestellt. Norris sagte, der Stoff sei dermaßen gefährlich, dass er sofort aus dem Benzin entfernt werden müsse. Die Behörden stimmen zu. New York City erlässt ein Verbot für verbleites Benzin. Kurz darauf New Jersey und dann Philadelphia. Andere wollen nachziehen. Damals war Calvin Coolidge Präsident und er war sehr für die Deregulierung. Standard Oil und GM wandten sich also an Coolidge und baten ihn, die Sache für sie zu regeln. Coolidge ernannte daraufhin ein Expertengremium aus industrienahen Wissenschaftlern. Im Januar 1926 veröffentlicht Coolidges Gremium seine Ergebnisse. Er empfiehlt Handschuhe, Atemmasken und andere Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Arbeiter. Die Experten kommen zu dem Schluss, dass die Gefahren für die Öffentlichkeit zu gering für ein Verbot seien. Norris' Gesuch wird abgewiesen und die Regierung hebt alle Verbote für den Verkauf von verbleitem Benzin auf. Ethyl wird Bestandteil von 90% des amerikanischen Benzins. Ein überglücklicher Unternehmenssprecher nennt es ein Gottesgeschenk. Erfinder Thomas Midgley ist weniger überschwänglich. Er muss sich wegen einer Bleivergiftung beurlauben lassen. Für Charles Norris ist diese Episode eine bittere Niederlage. Im Juli 1925 reist er nach Europa, wo er 6 Monate wegen Erschöpfung behandelt wird. Herbst kehrt Norris in eine Stadt zurück, die in seiner Abwesenheit größer, pulsierender und gefährlicher als jemals zuvor geworden ist. Als ein alter Widersacher Bürgermeister Hyland abgewählt wird, ist Norris erleichtert.
Doch der Nachfolger Jimmy Walker bereitet ihm Sorgen. Walker ist ein Lebemann und zeigt sich öffentlich mit seiner Geliebten. Er bleibt völlig unbeeindruckt von den ständigen Korruptionsvorwürfen gegen sich und feiert öffentlich die Verdoppelung seiner Diäten. Schnell wird Norris klar, dass Jimmy Walker seine Budgetprobleme nicht lösen, ihm aber auch keine Steine in den Weg legen wird. Mit neuem Schwung geht Norris an die Arbeit. Sein neues Auftreten sorgt bei seinem Toxikologen regelmäßig für Verwunderung. Norris machte keine halben Sachen. Er hielt sich bei einem Tatort nicht im Hintergrund, sondern stieg aus seiner Limousine aus, warf einen kurzen Blick auf die Leiche und sagte dann: "Ja, ja, okay, ich habe genug gesehen. Ihr könnt sie in mein Labor bringen." Er war einfach legendär. Norris weiß nie, was ihn an einem Tatort erwartet. Der Tod ist mittlerweile ein alter Bekannter. Doch manche Fälle sind schwer zu vergessen. Norris. Sie arbeiten für den Gerichtsmediziner? Der bin ich. Ah, okay. Ziemlich eindeutig. Eine Streife sieht den Typ, wie er am Indian Pier etwas ins Wasser wirft. Der Streifenpolizist überwältigt ihn und findet die Hälfte einer weiblichen Leiche. Er nimmt ihn fest, gibt uns die Adresse und als wir hier ankommen, finden wir das. Die andere Hälfte liegt da drüben. Der Mann wollte sich nicht erwischen lassen. Sie können ihm keinen Mord vorwerfen. Bitte? Er hat sie nicht getötet. Sie ist an Kohlenmonoxid gestorben. Sie hat mehrere Stichverletzungen. Da war sie schon tot. Der Staatsanwalt sagt das Gegenteil. Er irrt sich. Ich beschlagnahme die Leiche. Guten Abend. Das wird ihm nicht gefallen. Die Polizei hielt Norris für verrückt. Für sie war sofort klar, dass es sich um Mord mit Zerstückelung handelte. Der Verdächtige hat Blut an der Kleidung und wird dabei erwischt, wie er weibliche Körperteile ins Wasser wirft. In seiner Wohnung liegt noch der Rumpf, das Messer daneben. Der Fall schien eindeutig. Wenn die Polizei eine zerstückelte Leiche findet, geht sie erstmal vom Schlimmsten aus. Für gewöhnlich zerstückelt man keine Leichen und entsorgt sie im Fluss. Zumindest normale Menschen nicht. Francesco Travia lebt sehr zurückgezogen. In den Zeitungen ist von einem Hafenarbeiter die Rede. Doch die meiste Zeit verbringt er in einer vollgestopften Wohnung in Brooklyn, nahe dem Fluss. Er spricht kein Englisch, hat wenig Geld und keine richtigen Freunde. Und unter keinen Umständen will er irgendjemandem erzählen, wie Anna Fredrickson gestorben ist. Charles Norris glaubt jedoch, die Antwort zu kennen. Wenn man an Kohlenmonoxidvergiftung stirbt, verfärbt sich die Haut auffallend kirschrot. Das Kohlenmonoxid verfärbt auch das Blut so leuchtend rot, dass man diesen Effekt nach Wochen oder manchmal sogar Monaten noch an Leichen beobachten kann. Für Norris ist das tragischerweise ein gewohnter Anblick. Kohlenmonoxid ist Hauptbestandteil von Leuchtgas und tötet jährlich mehr Menschen in New York als Tuberkulose, Masern und Typhus zusammen. Das Gas ist allgegenwärtig und dient zur Beleuchtung, zum Kochen und zum Kühlen. Die Polizei geht davon aus, dass das Gas nach Anna Fredricksons Tod in den Körper gelangt ist. Norris hält das für unmöglich. Dennoch wird Travia wegen Mordes angeklagt. Die Fronten verhärteten sich.
Die Polizisten waren nicht in Forensik ausgebildet, also verstanden und respektierten sie sie nicht. Norris wiederum wollte sie davon überzeugen, dass Wissenschaft notwendig ist, um die Fälle nachvollziehen und aufklären zu können. Niemand wollte bei der Diskussion über den Stellenwert der Forensik Kompromisse machen. Gettler soll nun feststellen, ob eine Leiche Kohlenmonoxid aufnehmen kann. Ein einfaches Experiment. Gettler holt sich drei Körper aus der Leichenhalle, legt sie in versiegelte Metallkisten und füllt diese mit Leuchtgas. Nach einigen Tagen untersucht Gettler die Leichen auf die verräterische rosa Hautverfärbung und testet das Blut auf Kohlenmonoxid. Bitte ins Labor. Bei seiner Verhandlung im Frühjahr 1927 erzählt Francesco Travia endlich seine Version der Geschichte. Seine Nachbarin Anna Fredrickson kam ab und zu vorbei, um etwas zu trinken. So begann auch der Abend des 29. November. Travia und Fredrickson leerten eine Flasche und nach ein paar Stunden bat er sie zu gehen. Sie weigerte sich. Travias nächste Erinnerung ist, wie er auf dem Boden neben Anna Fredricksons Leiche aufwacht. Er glaubt, er habe sie umgebracht. Also muss er unbedingt die Leiche loswerden. Anna wurde als korpulente Frau beschrieben. So eine Frau wird man am besten los, indem man sie kleiner macht. Alexander Gettler sagt aus, dass Anna Fredricksons Leiche das Kohlenmonoxid nicht postmortem aufgenommen haben kann. Nicht Francesco Travia, sondern das Gas hat sie getötet. Dann wird die Giftquelle offenbart. Während des Streits war eine Kaffeekanne auf dem Herd umgekippt, hatte die Flamme gelöscht und ein massives Leck verursacht. Travia hatte entweder weniger eingeatmet oder eine höhere Toleranz. Jedenfalls wachte er wieder auf. Fredrickson nicht. Francesco Travia wird für nicht schuldig befunden, muss aber wegen illegaler Leichenentsorgung ins Gefängnis. Norris und Gettler haben ihn vor der Todesstrafe bewahrt. Für sie ist der Travia-Fall die lang ersehnte Genugtuung. Polizisten und Wissenschaftler müssen sich auf Augenhöhe begegnen. Damit Forensik funktioniert, müssen sie ihre Feindschaft beilegen. Und nach dem Travia-Fall zogen alle am gleichen Strang. Norris und Gettler waren selig. Ihre Wissenschaft hatte für Gerechtigkeit gesorgt. Sie wollten korrekte Ermittlungen und hatten das endlich erreicht. Herbst 1927 erhalten Norris und Gettler den Auftrag, den Todesfall einer Frau zu untersuchen, die 5 Jahre zuvor gestorben ist. Es wird ihr erster Kontakt mit einem furchterregenden neuen Gift. 1917 tritt Amelia Maggia ihre erste Stelle an. Ihre Eltern haben Geldprobleme und Amelia möchte sie unterstützen. Sie und ihre Schwestern arbeiten in einer Fabrik in New Jersey. Dort verzieren sie Ziffernblätter mit einer Farbe, die im Dunkeln wunderschön blaugrün leuchtet. Das Land befindet sich im Krieg und die Soldaten haben festgestellt, dass sie mit dem Licht der Uhren in den Schützengräben lesen können, ohne vom Feind entdeckt zu werden. Pause, Mädchen. Die Farbe enthält Radium. Weniger als ein Millionstel Gramm pro Uhr.
Das reicht, um sie zum Leuchten zu bringen. Als Marie Curie und ihr Mann Pierre das Radium entdeckten, gaben sie ihm seinen Namen aufgrund seiner Radioaktivität. Alle hielten es für eine wunderbare Entdeckung. Die Medizin setzte Radium fast sofort zur Verkleinerung von Tumoren ein. Man ging davon aus, dass Radium nur gesundheitsfördernde Eigenschaften besaß. Radium setzt sich schnell durch. Es werden alle möglichen Krankheiten von Akne bis hin zum Wahnsinn damit behandelt. Kinder bekommen radiumhaltige Süßigkeiten und Getränke. Frauen kaufen radiumhaltige Gesichtscremes. 2. Ist bekannt, dass Radium wie die meisten Medikamente giftig sein kann. Doch damals glaubt man, die Gefahr sei gering und das Radium hinterlasse keine Spuren im Körper. Eine junge Frau, die Zifferblätter mit Radium verziert, denkt natürlich, sie tut sich etwas Gutes. Durch die Arbeit bekommt sie mehr von diesem wunderbar gesunden Element ab. Nach 4 Jahren muss Amelia ihre Stelle kündigen. Sie hat stark abgenommen und leidet an unerträglichen Gelenkschmerzen. Sie entwickelt eine Anämie und blutet ständig aus dem Mund. Innerhalb weniger Monate zerfällt ihr Unterkiefer derart, dass der Zahnarzt ihn mit seinen Fingern aushebeln kann. Amelia Maggia stirbt am 22. September 1922 im Alter von 25 Jahren. Der Tod einer jungen Einwanderin erregt erst keine Aufmerksamkeit. Doch Amelia bleibt nicht die Einzige. Im folgenden Jahr stirbt die nächste Arbeiterin, dann eine weitere. 1925 kommt es zu 5 weiteren Todesfällen. Andere Betroffene, darunter Amelias Schwestern, weisen alle die gleichen Symptome auf: Anämie, Geschwüre, Tumore und Knochenzerfall. Eine grässliche Art zu sterben. Und noch dazu ein langwieriger Tod. Das Radiumunternehmen behauptete natürlich, Radium sei nicht das Problem und übernahm keinerlei Verantwortung. Viele Opfer weisen die ersten Symptome erst auf, nachdem sie den Arbeitsplatz längst verlassen haben. Noch nie hat es ein Gift gegeben, dessen Wirkung erst nach Monaten oder gar Jahren einsetzt. Trotz der Dementi ist der örtliche Pathologe Harrison Martland sicher, dass es am Radium liegt. Sollte das wahr sein, hätte er es mit einem völlig neuen Gift zu tun. Im Herbst 1927 bittet er Norris und Gettler um Hilfe. Gettler entwickelt ein Verfahren, mit dem man Radium in menschlichen Überresten nachweisen kann. Am 15. Oktober trifft die Leiche des ersten Opfers in Bellevue ein. Amelia Maggia. Nach der Exhumierung wurden die Knochen gereinigt. Dann machte Gettler seine Tests. Er deckte einige Blätter Röntgenpapier ab, um eine Belichtung zu verhindern. Dann legte er Amelias Knochen darauf und ließ sie ein paar Tage in der Dunkelkammer. Als er die Abdeckung entfernte, konnte man genau sehen, wo die Knochen platziert gewesen waren. Die Gammastrahlen brannten sich in das Papier wie bei einer Röntgenaufnahme. Damit wies Gettler nach, dass sich das Radium tatsächlich in den Knochen befand. Sie strahlen immer noch. Mit Gettlers Ergebnissen konfrontiert, ist Amelia Maggias früherer Arbeitgeber gezwungen, den Überlebenden eine Abfindung zu zahlen. Doch er beharrt darauf, dass alles Betrug sei.
Leider haben wir sehr vielen Menschen Arbeit gegeben, die in einem körperlich schlechten Zustand waren. So die offizielle Erklärung. Was wir damals als Akt der Nächstenliebe sahen, wird nun gegen uns verwendet. Business could run wild. Damals konnten Unternehmer die Sicherheit ihrer Arbeiter ungezügelt aufs Spiel setzen. Ob Blei, Radium oder andere giftige Substanzen, so etwas wie Arbeitsschutz kannte man nicht. Amelias Leiden ist vorüber. Für die anderen Arbeiterinnen fangen die Torturen erst an. Die Tragödie entfaltet sich über die nächsten Jahrzehnte. Über 100 Zifferblattmalerinnen werden langsam vom Radium in ihren Knochen vergiftet. Diese Mädchen waren dem Tod geweiht. Sie nahmen ständig die Pinsel in den Mund, um sie so spitz wie möglich zu machen. So gelangte das Radium durch die Schleimhäute direkt in ihren Blutkreislauf. Radium gibt sich im Körper als Calcium aus. Unser körpereigenes System schleust Calcium in die Knochen, um sie zu stärken. Sobald Radium in den Körper gelangt, hält der es für Calcium und transportiert es direkt in die Knochen. Und dort zersetzt es buchstäblich die Knochenstruktur. Ihre Wirbelsäulen zerbröckelten, ihre Knochen zerbrachen beim Gehen. Keines dieser Mädchen konnte gerettet werden. Die Ärzte hatten keine Chance. Die Begeisterung für Radioaktivität ebbt ab. Innerhalb weniger Jahre bricht der Markt für Radiumtonika, patentierte Medikamente und Gesundheitsprodukte zusammen. Doch es gibt keine Behörde, die Radium endgültig verbieten kann. Mit der Tragödie der Zifferblattmalerinnen geht ein Ruck durch die Öffentlichkeit. Der Glaube an wissenschaftlichen Fortschritt wird untergraben von der Furcht vor den Konsequenzen. Norris und Gettler drängen die Regierung schon seit Jahren, die Bürger zu schützen. Endlich werden ihre Warnungen gehört. Die Depression veränderte alles in New York. Zu Beginn der 30er Jahre war fast die halbe Stadt arbeitslos. Die Feierlaune der 20er war verschwunden und es herrschte eine düstere Grundstimmung. Man fürchtete, die Depression wäre die Apokalypse und würde nie zu Ende gehen. 1933 prägen Schlangen an Essensausgaben und Suppenküchen sowie Obdachlosenlager das Stadtbild. Von den goldenen 20ern ist nur noch eines übrig geblieben: die Prohibition. Kein einziges Versprechen der Alkoholgegner war wahr geworden. Sie hatten eine sichere Gesellschaft versprochen. Stattdessen herrschte mehr Gewalt. Sie hatten das Ende der Gesundheitsprobleme versprochen. Doch die Leute wurden immer kränker. Sie hatten Wohlstand versprochen und es herrschte eine Depression. Die Städte und die Politik sollten bereinigt werden. Doch nichts war geschehen. Nun forderten alle die Abschaffung des Gesetzes. Es war vorbei. Es hatte nicht funktioniert und das würde es auch nie. Der Kongress stimmt im Februar 1933 für die Aufhebung des 18. Verfassungszusatzes. Die Prohibition bleibt in Kraft, bis 3/4 aller Bundesstaaten für die Aufhebung stimmen. Im ersten Jahr nach Ende der Prohibition verzeichnet Norris nur 2 Todesfälle durch Methanol. Doch mit der Depression steigen die Suizidraten drastisch an. Im Durchschnitt nehmen sich 3 New Yorker pro Tag das Leben.
Die riesigen Zahlen sind zu abstrakt, um das Leid der Betroffenen zu erfassen. Doch im Frühjahr 1935 bringt ein Vorfall die traurige Realität ans Licht. Frederick Rose war allseits beliebt, ein angenehmer und höflicher Mensch. Er lebte im Brooklyner Stadtteil Bushwick. 1935 gehörte Bushwick noch zum Umland und war eine arme Einwanderergegend ohne fließendes Wasser. Frederick Rose arbeitete als Buchhalter für ein kleines Import-Export-Unternehmen. Um ihn weiter beschäftigen zu können, kürzte die Firma seinen Lohn um $15 die Woche. Damit hatte er nicht mehr genug Geld, um seine Familie zu ernähren. Er hatte 5 Kinder, die meist hungrig ins Bett gingen. Die Familie hatte nicht genügend Kohle, um die Wohnung zu heizen. Sein Anzug war nicht abbezahlt. Er war sehr in Not. Eines Abends erzählt seine Frau Catherine, dass einer der Söhne sich nicht wohlfühle. Gross zieht ihm den Schlafanzug an und bringt ihn ins Bett. Am nächsten Morgen ist er tot. Der 9-jährige Frederick starb als erstes. Danach sein jüngerer Bruder Leo. Dann starb die Ehefrau. Nach 3 Wochen starben die 2 Töchter. Schließlich nahm sich die Polizei des Falles an. Der Einzige, der nicht krank wurde, war der Vater. Natürlich verdächtigte ihn die Polizei, seine Familie umgebracht zu haben. Gross wird verhaftet und 28 Stunden lang verhört. Die ganzen 28 Stunden besteht Gross darauf, unschuldig zu sein. Schließlich bringt man ihn in eine Zelle, wo er auf der Pritsche zusammenbricht, immer noch in seinem guten Anzug. Die Polizei hat nun 5 Leichen und ein dramatisches Indiz. Eine Nachbarin hatte seine kleine Tochter als kahl wie ein Ei beschrieben. Ihr ganzes schönes Haar war ausgefallen. Der Sohn im Krankenhaus war ebenfalls kahl. Die Ermittler tippen auf Gift. Der Haarausfall deutet auf ein hochgiftiges Schwermetall hin, das oft für Pestizide verwendet wird. Thallium. Der örtliche Pathologe untermauert ihren Verdacht. Er weist in allen Leichen Thallium nach. Und die Polizei findet schnell heraus, woher es stammt. Frederick Rose, Arbeitgeber, verkaufte Thallium als Pestizid gegen Nagetiere, Käfer und alles Mögliche. Er verkaufte außerdem Kakao. Und Frederick Rose hatte 2x 1 Kilo Kakao mit nach Hause gebracht. Der Staatsanwalt von Brooklyn fand, das sei eine sehr große Menge. Die Polizei stellt also den Zusammenhang her. Sterbende Familienmitglieder, ein erstaunlich gesunder Vater, Zugang zu Gift, dem Gift. Und eine logische Verabreichungsform. Ein perfekter Fall also. Mit der Bestätigung des Pathologen, der Kakao enthalte Thallium, hat der Staatsanwalt alles, was er für einen Prozess braucht. Doch eines lässt ihn nicht los. Warum hat Gross es getan und warum beharrt er darauf, unschuldig zu sein? Er hatte keine dieser praktischen Lebensversicherungen abgeschlossen, hat also nicht mehr Geld und kein Bekannter glaubte, dass er es getan hatte. Um letzte Zweifel auszuräumen, schickt der Staatsanwalt alle Beweismittel zu Alexander Gertler. Gewebeproben, Kakao, Dose. Herzstück des Falls ist das angebliche Mordwerkzeug. Der Kakao, den Gross seinen Kindern gab. Gertler entwickelt eine Methode, mit der er Thallium vom Kakao trennt und in einer klaren Lösung isoliert. Das reicht, Harry.
Mit Gettlers Methode werden auch andere Elemente zurückbehalten, die man fälschlicherweise für Thallium halten könnte. Er muss zweifelsfrei beweisen, dass die Lösung tatsächlich das Gift enthält. Okay. Why don't you get the photo plate, please? Die Spektroskopie ist zu diesem Zeitpunkt seit fast einem Jahrhundert bekannt. Sie beruht auf einem seltsamen Phänomen. Erhitzt man ein Element bis zum Glühen, nimmt es eine charakteristische Farbe an. Bei Thallium sollten wir grün sehen. Die Farbe ist nur sichtbar, während die Probe verdampft. Eine präzise Bestimmung ist mit bloßem Auge also unmöglich. Holen wir mal den Spektrograph. Betrachtet man die Flamme durch ein Prisma, hat jedes Element seine eigene charakteristische Farbzusammenstellung. Keine gleicht der anderen. Die Projektion des Farbspektrums auf Fotopapier ermöglicht eine genaue Analyse. Der Spektrograph wurde genau für diesen Zweck entwickelt. Zum ersten Mal wird er bei einer polizeilichen Ermittlung eingesetzt. Gettler stellt die Gasflamme so ein, dass sie kein sichtbares Licht abgibt. Na gut, bereit? Bereit. Dann gibt er einen Tropfen der Thalliumlösung hinzu. Belichtung. Gut. Dann sehen wir mal nach, was wir hier haben. Im letzten Schritt vergleicht er das Fotopapier mit den bekannten Farbmustern. Bereit. Thallium hat zwei charakteristische Spektrallinien. 2918 und 3519. Nein. Okay. Was ist mit 5105 und 5218? Ja. Kupfer. Von der Dose. Der Kakao war also nicht die Mordwaffe. Okay, wir müssen uns beeilen. Gettler beweist, dass der Kakao nicht vergiftet wurde, sondern Kupferspuren von der Dose enthält. Der örtliche Pathologe hat das Kupfer fälschlicherweise für Thallium gehalten. Der Fall gegen Frederick Gross beginnt zu wackeln. Die toten Familienmitglieder wurden exhumiert. Und Gettler fand Thallium in allen Leichen, außer der Mutter. Diese war zeitgleich an einer Hirnhautentzündung gestorben. Die Polizei hatte also fünf Leichen, kein Motiv und keine Möglichkeiten herauszufinden, wie genau das Thallium in die Opfer gelangt war. Dann begannen sie, die Nachbarn zu befragen. Und es stellte sich heraus, dass die Mutter aufgrund der Lebensumstände schwer depressiv geworden war. Sie war gerade wieder schwanger und wollte ihrem Mann das Leben nicht noch schwerer machen. Nach und nach fand die Polizei heraus, dass Catherine das Essen der Kinder vergiftet hatte, aus Gefälligkeit für ihren ahnungslosen Mann. Am 20. Mai 1935 stellt das Gericht das Verfahren gegen Frederick Gross ein. Ich kann nachvollziehen, was Norris durchmachte. Täglich sieht man das Leid der Menschen und versucht, dem trotzdem etwas Positives abzugewinnen. Man beantwortet Fragen der Familien, der Versicherungen und vor Gericht. Bei Gefahren für die Öffentlichkeit muss man die Politiker überzeugen. Das nimmt einen auch körperlich sehr mit. 1935 ist Norris bereits 17 Jahre im Amt und seitdem ständig unter Beschuss. In diesem Frühjahr kämpft er eine seiner entmutigendsten Schlachten. Wieder einmal gegen den Bürgermeister.
Jimmy Walkers Amtszeit endet spektakulär mit seiner Landesflucht vor den Korruptionsvorwürfen und der Strafverfolgung. Norris hegt große Hoffnung auf den Nachfolger, Fiorello LaGuardia. Dieser teilt seine Abneigung gegen Plutokraten und der Prohibition. Der neue Bürgermeister steht für Recht und Ordnung und setzt seine unbändige Energie zur Säuberung der Stadtregierung ein. Pech für Norris, dass diese Energie nicht immer mit Einsicht einhergeht. Fiorello LaGuardia hegte großen Argwohn gegen den wohlhabenden Pathologen. Norris hatte einen Chauffeur, trug teure Kleidung. Und misstrauisch wie der Bürgermeister nun mal war, konnte LaGuardia sich nicht vorstellen, dass Norris das alles nur von seinem Einkommen finanzierte. Im Mai 1935 beschuldigt LaGuardia Norris und sein Team der Veruntreuung von fast $200.000. Norris' öffentliche Demütigung dauert fast einen Monat, bevor die Ermittler schließlich anerkennen, dass er nichts gestohlen hat. Vielmehr hat er große Mengen seines Privatvermögens aufgewendet, um das Institut zu erhalten. Norris hat genug. Im Juni verlässt er das Land für einen lange verschobenen Urlaub. Nach seiner Rückkehr wirkt er nicht erholt. Er bewegt sich langsam und macht Gettler gegenüber Witze, er sei zu alt für diese Arbeit. Am Abend des 11. September 1935 stirbt Charles Norris an Herzversagen. Nach seinem Tod gab es unzählige Berichte von seinen Mitarbeitern bis hin zu den Sekretärinnen, wie Norris sich um sie gekümmert und ihnen ausgeholfen hatte, wenn das Geld knapp war. Vielleicht hatte das was mit einer gewissen Aristokratie zu tun. Aber Norris fühlte sich für seine Leute verantwortlich. Die New York Times schrieb: Dr. Norris ist zu einer Legende dieser Metropole geworden. Er war ein Genie mit den Eigenschaften eines Ermittlers und eines Philosophen. Gettler bleibt kaum Zeit zu trauern. Der Tod macht keine Pause. Manchmal stumpft er durch die Arbeit regelrecht ab, doch einige Fälle brennen sich in sein Gedächtnis ein. Ein solcher Fall beginnt zwei Wochen nach Norris' Beerdigung. Ein bizarrer Mord mit einer unangenehm bekannten Verdächtigen. In den Vorstädten läuft die Depression anders ab. Die Armut ist nach außen hin nicht sichtbar. Dennoch verschwinden Arbeit und Geld gleichermaßen. Um zu überleben, ziehen immer mehr Familien zusammen. Deshalb fällt es nicht weiter auf, als die Applegates sich bei ihren Nachbarn einquartieren. Und es erscheint auch nicht merkwürdig, als Ada Applegate im Herbst 1935 plötzlich stirbt. An diesem Tod war nichts Verdächtiges. Es war nur eine weitere Tragödie. Eine Frau, die mit Mitte 30 ohne ersichtlichen Grund starb. Der behandelnde Arzt notierte als Todesursache Koronarverschluss, was alles und nichts bedeuten konnte. Doch wieder einmal erhielt die Polizei einen anonymen Brief mit Zeitungsausschnitten von einem Fall, der bereits 12 Jahre zurücklag. Fanny Creighton schien lange wie vom Erdboden verschluckt. Tatsächlich lebte sie mittlerweile auf Long Island und teilte sich mit Ada Applegate ein Haus. Die Polizei erhielt den Brief am Tag von Ada Applegates Beerdigung. Als ihnen das klar wurde, rasten sie sofort zur Kirche, unterbrachen das Begräbnis und beschlagnahmten die Leiche. Demanded everything had to be stopped right now. We need the body.
Da es auf Long Island keine Giftexperten gibt, schickt die Polizei Ada Applegates sterbliche Überreste zum berühmtesten Toxikologen des Landes. Gettler findet überall Arsen, das Vierfache einer tödlichen Dosis. Die Polizei braucht nicht lange zu suchen. Unter den Trauergästen ist auch Fanny Creighton. Sie wird vernommen und zur allgemeinen Überraschung möchte sie über die Vergangenheit sprechen. Alles war so einfach gewesen. Im Frühjahr 1923 schloss Fanny eine Lebensversicherung auf ihren Bruder ab, nachdem er bei ihr eingezogen war. Charles dachte sich nichts dabei, als Fanny ihm seine Mahlzeiten kochte. Sie hatte ihm Arsen in den Schokoladenpudding gemischt. Davon hatte sie reichlich in ihrem Tonikum, was sie zum Hautbleichen benutzte. Fanny Creighton ist wie eine Romanfigur. Sie hat ihren eigenen Bruder für eine Prämie von $1,000 vergiftet. Was für ein Betrug. Eine abgrundtief böse Frau. Da Fanny vom Gericht bereits nicht schuldig befunden wurde, kann sie der alten Verbrechen nicht mehr angeklagt werden. Dafür muss die Polizei den Mord an Ada Applegate aufklären. Zuerst vermutete die Polizei eine Affäre zwischen Fanny und Adas Ehemann. Sie glaubten, die beiden hätten gemeinsam die Ehefrau beseitigt. Doch die Wahrheit war weitaus finsterer. Ada Applegates Mann war in seiner Ehe sehr unglücklich. Aber das Objekt seiner Begierde war nicht Fanny Creighton, sondern ihre 15-jährige Tochter. Er fand, sie sei die Richtige für ihn. Und was wirklich unheimlich ist, Fanny stimmte ihm zu. Fanny hasste die Ausgaben, die Kinder verursachen, und sah dies als Chance, eines ihrer Kinder loszuwerden. Sie schickte ihre Tochter abends zu ihm aufs Zimmer und überwachte ihren Zyklus, damit sie nicht schwanger wurde. Fanny glaubte, dass Applegate ihre Tochter irgendwann heiraten würde und sie danach wieder mehr Zeit für sich selbst hätte. Ihrem Ziel stand nur Ada Applegate im Weg und die starb prompt an einer Arsenvergiftung. Im Januar 1936 steht Fanny Creighton zum dritten Mal in ihrem Leben wegen Mordes vor Gericht. Dieses Mal jedoch sagt Alexander Gettler gegen sie aus. Dr. Gettler, I've always wondered. Ich frage mich oft, wie Gettler sich wohl an diesem Tag gefühlt hat. Here's this woman. Er sieht diese Frau wieder, die, ach, so unschuldige junge Mutter, der er damals zur Freiheit verholfen hat und die sich nun als Mörderin entpuppt. Das Opfer nahm also das Vierfache einer tödlichen Dosis zu sich. Richtig. Dr. Gettler, Mrs. Creighton gibt zu, ein Rattengift gekauft zu haben. Rattentod heißt es. Kurz bevor Mrs. Applegate erkrankte. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass dies die Mordwaffe ist? Ja, das Arsen in der Leiche war mit dem Wirkstoff dieses Produkts identisch. Der Magen des Opfers enthielt eine große Menge Ruß, was als Streckmittel dieses Produkts verwendet wird. Woher wissen Sie so genau, dass das Opfer Rattengift gegessen hat? Da gibt es keinen Zweifel. Ihr Zeuge. Die Verteidiger sahen Gettler mehr und mehr als unwiderlegbaren Zeugen. Seine Aussagen waren absolut vertrauenswürdig und seine Wissenschaft so exakt, dass man nicht gewinnen konnte, wenn er auf der anderen Seite stand.
Am 30. Januar befindet die Jury Fanny Creighton und Everett Applegate des Mordes für schuldig. 7 Monate später werden sie im Gefängnis Sing Sing hingerichtet. Die Verhandlung zeigt Gettler, wie sehr sich das Ansehen der Forensik verändert hat. Als er 1918 seine Stelle antrat, konnte Gettler kaum eine Jury von der Wissenschaft überzeugen. 10 Jahre später hat sich das Blatt gewendet. Den wissenschaftlichen Ergebnissen wird nun vertraut und sie gelten als unwiderlegbarer Beweis. Vor Gettler glaubte keine Jury an Forensik. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Forensische Wissenschaft ist als Beweismittel in den Gerichtssälen nicht wegzudenken. Die Geschworenen vertrauen der Wissenschaft. Stellen Sie sich mal vor, Sie säßen in der Jury und hören 2 widersprüchliche Aussagen von 2 glaubwürdigen Menschen. Wem soll man glauben? Und wenn ein Geschworener in so einem Fall auf glaubhafte, wissenschaftliche Ergebnisse zurückgreifen kann, wird er diese jedes Mal in Betracht ziehen. Gettler arbeitet weiter, doch die Welt um ihn herum verändert sich. Als 1958 seine Pensionierung ansteht, hat sich New York zu einer wohlhabenden Stadt mit kulturellem Einfluss gewandelt. Die Metropole ist noch bedeutender als in den goldenen 20ern. Der neue Wohlstand hat die Mordraten dramatisch gesenkt. Und Giftmorde sind nicht zuletzt wegen Alexander Gettler so gut wie ausgelöscht. Es ist praktisch unmöglich geworden, damit durchzukommen. Beamte müssen damals mit 70 in Rente gehen. Doch New York macht für seinen zielstrebigen Toxikologen eine Ausnahme. Im Alter von 75 Jahren schätzt Gettler, über 100.000 Leichen untersucht zu haben. Am Ende seiner langen Laufbahn kann Gettler auf bemerkenswerte Veränderungen zurückblicken. Gemeinsam mit seinen Kollegen hat er die Kriminalistik revolutioniert. Forensik ist nun eine anerkannte Wissenschaft. Der Wissenschaftler als Ermittler ist regelmäßig die Hauptfigur in Radiostücken und Detektivromanen. Gettler interessiert das jedoch wenig. Er lehnt sogar die Mitarbeit an einer Fernsehserie über ihn ab. Er will auf keinen Fall ins Rampenlicht.